Man kann nur sagen, wir Bürger alle gemeinsam sollten verhindern, dass es eine Laufzeitverlängerung für diese Ampel gibt. Es ist wirklich haarsträubend, wie hier in Berlin regiert wird. Ich komme gerade aus dem Wirtschaftsausschuss, wo wir noch einmal diskutiert haben, die Geheimakten um unsere Kernkraftwerke. Der CICERO hatte ja dankenswerterweise die Akten freigeklagt, damals zu der Diskussion um die Laufzeitverlängerung für unsere noch laufenden Kernkraftwerke. Und es zeigt sich anhand dieser Akten und auch heute anhand dieser Diskussion, dass die grünen Ideologen in den Ministerien, Herr Habeck und Frau Lemke, offensichtlich mit allen Mitteln eine Laufzeitverlängerung verhindern wollten. Entgegen dem Rat der Experten aus dem eigenen Ministerium. Wie ein Vermerk zeigt aus dem Wirtschaftsministerium von Anfang März 2022, in dem die Experten sagen, eine Laufzeitverlängerung könnte die Stromversorgung sichern und sogar den Gasverbrauch senken. Es hat nicht interessiert. Nur Tage später wurde genau das Gegenteil gemacht. Es sollte keine Laufzeitverlängerung geben. Es ist wirklich erstaunlich, wie die grünen Ideologen hier ein Ministerium gegen das Staatswohl in ihrem Griff haben. Und das hat sich heute auch nochmal in der Diskussion gezeigt. Zum Beispiel darin, dass ja Herr Habeck behauptet, dass die Betreiber der Kernkraftwerke gar nicht hätten weitermachen können. Die Betreiber bestreiten das vehement und es gibt auch ein Schreiben in den Akten. Hier ist es fast alle Seiten leider geschwärzt. Dennoch kann man einiges sehen, aus denen hervorgeht, dass die Betreiber sehr wohl in jeder Hinsicht eine Verlängerung der Laufzeiten für möglich erachtet haben. Es ist wirklich unglaublich, wie in diesem Land gegen die Bürger, gegen die Unternehmen, gegen die Sicherheit der Energieversorgung agiert wird. Man kann nur sagen, wir Bürger alle gemeinsam sollten verhindern, dass es eine Laufzeitverlängerung für diese Ampel gibt.